Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Und ihr merkt schon, ich bin ein bisschen später heute dran. Hatte ich in einem Community-Post schon gesagt. Also wenn ihr da was Verspätung up-to-date bleiben wollt, dann schaut da immer mal wieder rein. Ich weiß nicht, wie gut YouTube da irgendwie Nachrichten rausschickt. Aber wir sind jetzt hier schon wieder in unserem Zoo drin. Und wir hatten in der letzten Folge hier dieses Giraffengehege gestartet. Giraffen und Sträuße. Strauße? Keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal. Aber wir hatten hiermit angefangen. Und ich hatte gesagt, diese Folge wollen wir das Ganze halt fertig bauen. Und da würde ich mal sagen, fangen wir dann auch gleich wieder an. Und wie gesagt, es wird heute nochmal wieder nur dieses Gehege fertig gebaut. Und jetzt Freitag wird wahrscheinlich dann schon wieder ein bisschen mehr kommen, weil ich ein bisschen mehr Zeit habe über die Woche. Wenn ich richtig gut bin von der Zeiteinteilung, dann schaffe ich auch sogar noch einen Planet Coaster Video in der Zwischenzeit am Mittwoch. Für alle, die es schon vergessen haben, mittwochs kommt ja eigentlich ein Planet Coaster Video. KSP mache ich mal trotzdem noch nicht, weil ganz ehrlich, da habe ich momentan keinen Bock drauf. Und ich glaube, ich lasse das auch erstmal weg. Das hat dem Kanal jetzt hier nicht groß geschadet, dass ich das weglasse. Deswegen lasse ich es erstmal so. Aber organisatorisch ist weg. Jetzt würde ich sagen, ab geht's, hier ein bisschen mehr Savanne draus machen, als hier diese grüne Grasfläche hier einfach nur. Also, ja, bis gleich.
So, da sind wir wieder. Und zwar jetzt die ganz wichtige Frage zuerst. Was haben wir hier drin gemacht? Ihr habt es gerade eben schon gesehen. Wir haben hier Boxen gebaut. Insgesamt sind es 14 Stück. 12, sorry. Weil, ich habe nochmal geguckt, wir können bis zu 12 Giraffen haben. Und ich habe mir gesagt, komm, ich will mindestens für jede Giraffe eine Box hier haben. Das war mein ursprüngliches Ziel und dann haben wir hier hinten die. Diesen großen Rückzugsbereich, einfach nur, dass die sich zurückziehen können. So, weil man kann ja auch einfach immer noch das Tor hier zumachen. Und dann kann man die Giraffen erstmal reinbringen. Und dann, was weiß ich nicht, die Strauße hier, die kann man dann hier drin rumrennen lassen. Und, ja. Was habe ich mir hier gedacht? Ich habe mir gedacht, komm, wir haben hier wieder unseren Eingang, wo unser Tierpfleger auch gerade reinkommt. Und dann haben wir hier diese kleine Ecke hier an der Seite, dass man hier so einen kleinen Abstand hat. Ja, ich habe überlegt, ob ich hier vorne eine Tür reinbaue. Aber müssen wir ja nicht unbedingt. Könnte man machen. Dass man sagt, man hat hier sozusagen eine kleine Schleuse, dass hier nicht die Tiere direkt rausrennen. Wäre wahrscheinlich realistischer, aber ist egal. Ja, dann wie gesagt, hier den großen Rückzugsort hier einfach und die ganzen kleinen Boxen. Jede Box ist eben 3 Meter breit, glaube ich. Nee, nicht 3 Meter. Was ist denn? Doch, 3 Meter breit. Doch, 3 Meter mal 8 Meter, glaube ich, sind's. Und dann halt hier recht hoch. Und ja, ihr seht schon, wir haben hier diese Tore. Und diese Tore, finde ich, habe ich ganz gut gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir haben wieder das Problem, dass wir keine Schiebetore so zur Seite reinbauen könnten. Weil, stell dir mal vor, dieses Ding müsste zur Seite. Dann wäre jetzt dieses Gehege zu. Dann wäre der zu, dann wäre der zu, dann wäre der zu, so. Dann könnten wir es auch gleich lassen. Oh, warum leckt das gerade so? Ach, egal. Kurzer Stotterer. Aber wie gesagt, dann können wir es auch gleich lassen, dann bräuchten wir diese Boxen nicht bauen. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm. Warum machen wir nicht so einen Mechanismus, dass wir diese Tür so hier rumschieben um eine Kurve und dann hier rein? Und dann ist er zu. Und ganz ehrlich, die Idee finde ich ganz okay. Ist wahrscheinlich auch wieder sehr unrealistisch, das würdest du halt nicht machen. In echt wahrscheinlich, aber ist ja auch eigentlich komplett egal.
Dann hier hinten haben wir ein bisschen größere. Und diese etwas größeren. Ihr seht es schon, die haben hier einmal auch eine normale Schicht an Gitter drin. Das heißt, wenn die zu sind, sind sie komplett abgetrennt. Habe ich mir gedacht, komm, wir haben ja hier bei den normalen Teilen, haben wir hier immer die Löcher drin. Das heißt, wenn die Türen zu sind, was man ja theoretisch mal machen könnte bei einer, komm, wir gehen jetzt mal zu einer ran und machen die Türen zu. So, und die werden dann ja hier vorgefahren, drehen sich dann in sich so langsam rein, das können wir ja nicht simulieren, und rollen dann hier sozusagen zu. Und, ups, passen nicht ganz rein. Aber guck mal, dann sähe das Ganze so aus. Wahrscheinlich müsste man die noch ein bisschen stabiler machen und sowas, aber ist ja auch egal in dem Fall. Dann hat man hier diese recht offene Seite. Das heißt, die Giraffen können noch miteinander interagieren, können sich noch irgendwie berühren hier und sowas. Das heißt, wenn du Stress mit zwei Giraffen hast, müsstest du sie entweder auseinanderbringen, oder wenn eine krank ist zum Beispiel, oder du bringst sie halt in diese größere hier hinten. Die kann man dann auch für Behandlung nutzen und so, weil die ist dann halt vollständig getrennt. Und das ist die Grundidee davon gewesen. Und außerdem hat sie den Vorteil, sie ist vollständig überdacht. Das heißt, es kann hier nie irgendwie groß ziehen, reinregnen und sonst was. Und deswegen, ja. Aber das ist dieser Innenbereich hier. Finde ich, ist ganz gut gelungen, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Wie immer in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich hier hinten vielleicht noch ein Fenster reinmache in die Ecke. Oder ob ich das einfach so lasse. Aber, ja gut, was ich auch vielleicht machen müsste, wäre hier vorne ein kleines bisschen abschirmen. Dass man nicht direkt hier reingucken kann. Das wäre vielleicht auch nochmal so eine Sache, die wir machen müssten. Aber wenn wir jetzt rausgehen, wir sehen schon, wir haben hier ein bisschen weitergearbeitet. Ja, wir haben hier diese ganzen Akazien. Und vor allem haben wir hier diese kleinen Häufchen hier oben. Und da sind dann die Futterspender einmal hier drauf und hier noch ein anderer Futterspender für die Giraffen. Die Strauße haben hier unten die Dings. Die Futtersuchdinger und hier unten Futtersuchdinger. Und wir haben hier vorne noch einen Solarpanel. Ich hoffe mal, das ist begehbar, weil hier ist keine Wegverbindung. Um da eine Wegverbindung zu schaffen, müsste ich hier erst wieder den Weg kappen. Den Weg sage ich schon. Die Barriere kappen. Aber das will ich gerade nicht. Aber ihr seht schon, unsere Giraffen ziehen hier schon recht gut Leute an. Und das ist doch auch schön. Und wir haben eine Albino-Giraffe. Stimmt, habe ich komplett vergessen. Aber ja. Jetzt bleibt noch eine Sache übrig. Und zwar müssen wir noch hier diese kleineren Sachen machen. Wir haben hier Futterschüsseln. Recht große. Die können wir einmal hier eine reinsetzen. Einmal hier eine reinsetzen. Setzen wir aber mal zwei hin. Für einen Strauß. So einen kleinen Futterspender können wir... Können wir den hier unten irgendwo mit hinbringen? Da ist es scheiße. Können wir dich hier reinbringen? Ja, hier vorne. So, dann haben wir den ein bisschen eingebracht. Weil ich mag es nicht, wenn die Dinger immer so random in der Weltgeschichte rumstehen. So, hier vorne so ein Teil hier kann man hier versenken mal, glaube ich. Wie gesagt, auch das hier, ihr kennt es ja. Ich versenke die sehr, sehr gerne hier irgendwo in irgendwelchen Gesteinsbrocken. Weil sie da dann halt dazu führen, dass die Tiere da hingehen. Ups. Und schon wieder vergessen, dass die Dinger ja terraformen. So, hier ist Wasser, da kommen sie sowieso hin. Können wir hier nochmal einen reinmachen. Und hier nochmal einen rein. Ich weiß gar nicht, ob da die Giraffen auch hingehen, ich glaube. Ja gut. Ein Spiegelmobile könnten wir hier oben drauf bauen. So. Einen Sprinkler, glaube ich, brauchen sie nicht. Und einen Ball könnten sie kriegen. Einen Ball kriegen sie natürlich sehr gerne hier rein. Und eine Ente können sie nicht gebrauchen. Wir haben kein Wasser. Wie gesagt, Futterboxen haben wir. Ansonsten, wie sieht es bei euch aus? 100%. Okay, das ist gut. Heißt, sie haben Lebensqualität durch Futter für alle Tiere. 91%, das reicht mir. Bonus mit anderen Arten 20%. Ja gut, Futter haben wir halt nichts anderes, außer diese Beschäftigungsfutterbox und den Futterspender, die sind langsam. Aber komm, kriegen wir ja noch einen unter irgendwo. So reingequetscht. Vielleicht hier oben einen rein, obwohl, nee, der steht dann wieder dumm rum. Hier an der Seite, nee, das passt nicht. So, okay, gucken wir nochmal bei den Giraffen, was wir da haben. Die Giraffe hat nicht viel. Hat, wie gesagt, diesen Heuaufhänger und hat den Futterkäfig. Und finde ich beide schön. Aber müssen halt beide getrennt voneinander sein. Geht nicht anders wirklich. Und ja,
Was wir nochmal machen können bei der Gelegenheit, ist, wir können das Futter von der Qualität durchsetzen. Gott, brauchen die Tiere viel. So langsam aber sicher löst sich auch dieses Außenseiter-Zeug auf hier. Bei den Giraffen, ja, da geht nicht viel hoch. Sag mal, warum brauchen die Strauße mehr oder Sträuße mehr Futter als die Giraffen? Was ist denn da los? Also wirklich, der hätte ja null erwartet, dass die mehr Futter brauchen. Gut, ich würde mal sagen, hier vorne diesen Zwischenbereich, brauche ich nicht zeigen, wie ich das mache. Vielleicht mache ich einen Short dazu, wenn ich richtig motiviert bin und lade einen Short dazu hoch, wie wir hier diese kleine Seite thematisieren. Dann können wir auch gleich diese Ecke hier unten mitmachen. Ja, wie gesagt, wenn ich das euch zeige als Short, wenn ihr das haben wollt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, trotz dieser schon sehr starken Verspätung hier heute, hat euch diese Folge gefallen. Wir können ja mal gucken. Das ist jetzt das fertige Gehege. Wie gesagt, mit diesem Eingang muss ich mir noch was überlegen. Vielleicht habt ihr da auch eine Idee, dass der nicht ganz so offen ist. Weil das stört mich, weil wenn wir jetzt hier bei den anderen Tieren gucken, bei den Gnus zum Beispiel, du guckst nicht direkt rein, du guckst schräg rein, sehr schräg rein. Also ich weiß nicht, wie wir das am besten machen sollen, ob man ein Tor dran andeuten kann oder so. Aber ja. Achso, und eine Sache, die ich vielleicht in der letzten Folge nicht eingegangen bin. Ihr seht ja hier diese kleinen Stufen, die wir hier drin haben. Ja? Das kann man umstellen, indem man hier in den Einstellungen das Ding anmacht und dann ganz runterstellt. Das heißt, man kriegt dann nur noch 1 Meter Stufen. Oder so wie hier, halt so ganz kleine. Ich habe jetzt aber auf dieser Seite ja auch Höhenunterschiede, aber keine Stufen drin. Ja, wenn ihr das mal seht. Hier zum Beispiel, hier geht's runter. Das sieht man hier ziemlich genau. Jetzt fragt euch vielleicht, wie habe ich das gemacht? Und zwar habe ich diese Stufen gebaut und dann im Nachhinein einfach gesagt, okay, komm, ich reiße das Ganze wieder ab und baue es nochmal neu hin. Und dann verbindet sich ohne diese Stufe nochmal erneut. Ja. Aber ich würde mal sagen, hier, das ist doch jetzt ein wunderschönes Bild hier. Zum Abschluss, ja, wie gesagt, nächste Folge wird wahrscheinlich wieder ein bisschen ausführlicher, ein bisschen mehr machen. Und ansonsten, falls ihr irgendwelche Ideen, Verbesserungsvorschläge oder sonst was, muss nicht sein bei den, muss nicht unbedingt zu diesem Video jetzt sein, kann auch generell sein. Dann sagt Bescheid. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge am Freitag wieder. Vielleicht schon am Mittwoch, wenn ich da eine Folge von Planet Coaster rausbringe. Oder wenn ich ganz gut bin, dann auch schon in einem Short von diesem kleinen Detail arbeiten. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.